Moin moin, ich bin Jan, euer EWE Smartgeber. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob Google eure persönlichen Daten verkauft? Die Antwort darauf ist ein ganz klares Jein. Ich erkläre es euch. Man hört es immer mal wieder, Google verkauft unsere persönlichen Daten und verdient damit ein Vermögen. Das ist eine ziemlich krasse Aussage und die Wahrheit ist relativ kompliziert. Man kann es also nicht in einem Satz beantworten. Das hier ist übrigens der dritte und letzte Teil von unserer Serie zum Thema Google und Daten. Die ersten beiden Teile findet ihr in der Infokarte. Jetzt geht's aber los mit der Frage nach Google und dem Datenhandel. Bevor man diese Frage beantworten kann, muss man erstmal verstehen, warum wir denn bestimmte Werbung oder vorgeschlagene Videos angezeigt bekommen. Diese Vorschläge basieren in der Regel auf unserem Nutzerverhalten, auf Cookies und so weiter. Das heißt also, wenn ich oftmals nach Hundefutter suche, bekomme ich auch Werbung und Videos zum Thema Hundefutter angezeigt. Aber woher hat jetzt der Verkäufer vom Hundefutter meine Daten? Kurz gesagt, Google gibt diese Daten gar nicht raus, sondern Werbetreibende gehen zu Google und können da Anzeigen schalten, zum Beispiel in der Google-Suche, vor YouTube-Videos oder auch als Banner. Dabei kann der Werbetreibende auswählen, wem diese Anzeigen geschaltet werden, zum Beispiel anhand vom Standort, vom Alter oder eben auch den Interessen und den vorangegangenen Suchbegriffen. Wenn ich also öfter nach Hundefutter suche, dann wäre ich Teil einer Zielgruppe, die sich für Hunde interessiert und der Werbetreibende würde mir seine Werbung zeigen. Das persönliche Profil, das ich bei Google habe, das sieht der Werbetreibende aber nicht. Das kennt nur Google. Google verdient das Geld in der Regel auch erst dann, wenn ich wirklich auf eine Anzeige draufdrücke. Geht doch mal auf safety.google, da könnt ihr sehen, welche Daten gesammelt werden und wie sie genutzt werden. Den Link findet ihr unten. Ihr seht also, das Ganze ist eigentlich halb so schlimm. Wenn ihr das aber trotzdem doof findet, dass sich die Werbung auf eure Interessen und auf eure Suchbegriffe bezieht, dann könnt ihr personalisierte Werbung deaktivieren. Geht dafür mal auf myaccount.google.com. Ich zeige euch das mal. Die Seite kennt ihr ja schon und links ist der Punkt Daten und Personalisierung. Wenn ihr da ein Stückchen runter geht, seht ihr den Punkt personalisierte Werbung. Drückt mal drauf und da seht ihr unter anderem das Profil, das Google von euch gebildet hat. Finde ich super spannend. Schaut doch mal nach, ob das wirklich stimmt, was Google von euch denkt. Ihr könnt hier oben die personalisierte Werbung deaktivieren. Einfach einmal draufdrücken, nochmal bestätigen und das war's. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt gar keine Werbung mehr seht, sondern nur, dass diese Werbung nicht mehr so auf euch angepasst ist. Wenn ihr dem Ganzen trotzdem noch nicht traut, schaut mal in die Infokarte. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrere Videos gemacht, wie ihr mit alternativen Browsern oder Werbeblockern noch anonymer surfen könnt. Abschließend kann man also sagen, ja, Google verdient mit euren Daten total viel Geld, aber euer persönliches Profil ist für Dritte erstmal überhaupt nicht einsehbar. So, Challenge. Zählt mal, wie oft ich in den 3 Videos dieser Serie das Wort Google benutzt habe. Wer die richtige Zahl unten reinschreibt, der bekommt einen Shoutout im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.